Angst ist ein wichtiges Grundgefühl, das wir alle kennen. Angst warnt uns vor Gefahr und versetzt uns in die Lage, in gefährlichen Situationen schnell zu reagieren und uns in Sicherheit zu bringen. Angst ist also überlebenswichtig. Was jedoch, wenn die Angst selbst zur Erkrankung wird? Wenn ich nicht mehr auf mein Bauchgefühl vertrauen kann und alltägliche Situationen als bedrohlich wahrgenommen werden? Wenn ein Gespräch mit anderen Menschen nur noch unter größtem Stress möglich ist? Wenn mein Leben durch Ängste sehr eingeschränkt ist? Angst selbst hat viele Gesichter. Von einfachen Unsicherheiten an reicht das Spektrum über Rituale, Sorgen und Zwänge, Versagensängste und spezifischen Phobien, wie zum Beispiel der Spinnenangst, bis hin zu Panikattacken mit der Befürchtung zu sterben. Diese verschiedenen Angststörungen sind behandelbar, beispielsweise mit Hilfe von Konfrontationsübungen.